Schon wieder irgendwas hier überlastet. Ist hier interessant, jetzt nicht mehr. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Star Wars. Meine jungen Padawan-Schüler, irgendwas war wieder hier überlastet bei OBS. Interessant. Battle Baby? Und Beute, du brauchst mich nicht putzen? Und ich kann doch doppelsprung. Aber nicht so viel erzählen. Komm schon! Warte mal. Du wirst mich nicht besiegen! Ausweichen wird dich nicht retten. Okay. Okay, er ist wieder voll, er kann wieder blocken. Komm, kämpfe, wenn du es wagst! Mach ich. Ich wag es. Ich meine, ich muss es. Es mangelt dir an Raffinesse. Ich blocke. Hier rüber. Ich hab geblockt. Du bist ein Nichtsnutz, Jedi. Du bist schnell. Bemerkenswert. Glückstreffer. Du bist nicht stark genug. Nein, ich flinke noch. Mein Verstand ist scharf. Kumpel, Hilfe! Du kannst dem Tod nicht ewig entgehen. Ausweichen wird dich nicht retten. Ach, der ist rot. Mach das noch mal. Nein, nicht. Hierher, Kumpel. Nein. Nein. Alter. Hilfe. Was wird nicht lustig? Was denn jetzt? Ich weiß nicht. Ich... Es war falsch, dich an meiner Seite zu wählen. Kriegen wir jetzt Hilfe von? Muss ich irgendwas? Hallo? Stopp, Welpe! Ihr habt kein Recht auf das von mir. Kein Recht auf unsere Magie. Ja. Er kann sich doch eh unsichtbar machen. Geh auf, Cal Kestis. Noch bist du nicht tot. Oh, scheiße. Kämpf mit mir. Mein Verstand ist scharf. Oh, ich wollte auch mal gerade ausholen. Glückstreffer! Oh, scheiße. Okay. Mann! Oh. Nein! Jetzt kommt die Troller erst am Arsch. Geil. Oh, wieso kam die nicht ein bisschen eher? Oh, komm schon. Holt euch den Eindringling. Komm her. Nein! Ach, herrlich. So, das haben wir alles eingesammelt. Runde Nummer 3.
Na, die kommen ja immer, wenn sie weiter runtergenudelt sind, runtergekloppt wurden, mit anderen Fähigkeiten. Yay. Schlag mich nieder! Ich lasse nicht zu, dass du mich niederschlägst. Ausweichen wird dich nicht retten. Dazwischendurch kannst du noch nicht mal. Du verzögerst nur das Unvermeidliche. Kannst du noch nicht mal? Ich hab's kaum gespürt. Kannst du noch nicht mal blocken? Während der Zeit, wo er auf dich einprügelt. Du bist zu langsam für mich. Nur Feiglinge rennen weg. Alter. Ach. Das war gar nichts. Alter, ich will mich heilen. Alter, ich hab geblockt. Bitte, stimm zu mir. Hilfe! Alter! Psst, leg mich! So langsam! Mann, jetzt prügel mich doch hier nicht runter, du verblödeter Arschmann! Oh, jetzt ist der rot. Alter, kann die überhaupt mal was? Wozu brauchen wir diese Scheißkraft da drin? Kriegen wir die denn überhaupt? Passiert ja nichts. Alter. Ah. Du kannst deine Schwäche nicht warten. Ja. Yeah. Aber ich glaube, diese Attacke hier, wo er... Ja, das... die uns Magie klaut. Ich glaube, dann sind wir auch gegnerischerseits rot. Also so eine rote Mörderattacke, wo er dich abblocken, blocken kann. Kämpf mit mir! Mach ich. Ausweichen wird dich nicht retten. Komm schon! Du verzögerst nur das Unvermeidliche. Komm schon! Ausweichen würde ich nicht retten. Mmh. So langsam. Ach scheiße, ich habe keine Dingskraft. Oh.
bist zu langsam für mich. Ich brauche Hilfe. Alter. Blocken wird dir nicht helfen. Du blockst doch aber auch. Ich hab geblockt. Ich lasse nicht zu, dass du mich niederschlägst. Ach, leck mich doch. Siehst du, Padawan? Ich bin konzentriert. Nicht doch die Steine, wie soll ich denn mit dem... Oh Gott, haben wir? Was soll das? Wie ihr schon sagtet, Malikos, Datomir wird euer Grab sein. Tschüdelü. Tschü. Geil. Alter. Ich hab schon wieder scheitern sehen. Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen. Bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Datomir von diesem Parasiten. Reicht. Naja, kennen wir schon. Ich will nicht. Ich will nicht mit dir kämpfen. Nein, ich hab doch gerade erst. Ausruhen. Mich killert's. Scheiße. Aber könnten wir dann irgendwas mit einem Punkt machen? Irgendwie. Wahrscheinlich hier nicht. Nein, das sind zwei. Das ist eine. X'en. Machen wir einfach mal. Lernen wir einfach mal. Hört doch irgendwann mal auf. Alles klar. Und dann kriegen wir den doch jedigen. Also, der uns gegenübersteht, denn. Hab mich geheilt. Krieg ich jetzt die Macht? Oder was auch immer? Was willst du wirklich hier, Cal Kestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium. Das alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Datomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden. Cool, jetzt sind wir Freunde. Ah, Beutel hat mich geputzt. Danke, Beutel. Na denn? Na da die Kamera. Dieser Ort. Grauenhaft. Springt ihm eigentlich hinterher? Nee, bleibt da hinten und hört mich einfach hier vorne labern. Okay. Durch die Mitte. Oh, hier ist eine Treppe. Beide. Oh Gott. Alles gehen. Mitte. Hallo. Muss ich blocken? Kommt jetzt ein Laserstrahl? Das ist wie eine Murmel. Oh, jetzt klatscht mich schon noch am Ohr. Noch günstiger kann es ja nicht sein hier. Jetzt kommt die zweite Schwester. Oh. Schon ab in. Endlich gefunden. Ja. Toll. Es ist wahr. Marin, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein.
Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagte, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört. Nein, aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich gehe mit dir. Mhm. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ja. Trotzdem kämpfe ich überall alleine, Mann. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Butter freut sich. Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Haben wir die jetzt in der Tasche? Wuhu, Neuanfang. Ja. Yay, aber trotzdem darf ich überall alleine lang klatschen. Außer Beutel. Beutel kommt mit und gibt mir ab und zu mal ein Stimm. Der Rest schaukelt sich die... Ihr wisst schon. Weiß nicht, euer Ernst. Da sind jetzt zwei von diesen Kackviechern? Oh Gott, das werden wir doch gleich abnippeln. Ach, Jimmy, warte mal. Oh, hin war einfach. Zurück ist ein bisschen schwierig. Wir machen einfach einen. Auf diesen hier. Wir rammeln einfach dran vorbei. Wir battlen uns gar nicht. Nö. Nein. Nee, das machen wir nicht. Wir kriegen gleich so oder so. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ich wollte sehen, wie du mit Malikos fertig wirst. Als Prüfung? Glückwunsch. Du hast bestanden. Und die da? Schön, dass du da oben lang eierst. Wirst du mir dabei helfen? Du schaffst das schon. Jo. Was? Ich guck gar nicht zurück. Diese Frau, mit der du reist. Weißt du? Sie? Woher weißt du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sie. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich würde sie gern hören. Und den ganzen Weg wieder zu... Wir treffen uns bei deinem Schiff. Beam mich doch mit! Boah, ey. Alter, ruckel. Wir werden hier auch abspeichern, sonst latschen wir von da ganz hinten wieder nach vorne. Nee, also ausruhen. Und wieder an den zwei Idioten von Viechern vorbei. Nun denn. Aus dem Weg! Behaltet ihn im Auge! Vergiss dich, na. Ich hab mich gerade erst fett gebettelt. Alter, ich bin so schnell. Das Spiel kommt gar nicht hinterher. Ich glaube, das ist eine Abkürzung. Alter, von hinten auch noch.
Ich bin mächtig. Schiff. 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 Guck mal, das zuckt da unten. Hä, ich hab doch gedrückt gehalten. Warte mal. Alter, ich... Messer mich mal nach unten zu dir. Dann brauchen die auch gar nicht mehr angreifen. Komm, wir ruhen uns aus. Ja, dann sind sie wieder da, aber wir... Nimm dann schnell das Seil und schwing uns rüber. Ja. Nur mal kurz nachdenken, kurz nachdenken, kurz nachdenken. Abkürzung? Oh, wartet. Sieht gut aus. Sieht verdammt gut aus. Beute wird hier wieder hin und her geschmissen, ey. Oh Gott, geht das nicht schneller? Ich will zum Schiff. Heute noch. Wartet. Wartet, wartet, wartet. Wir sind ziemlich weit oben. Moment. Ich muss mal runterlutzen. Mich gelassen. Kann ich mich nicht rüberbeamen? Okay. Okay. Festhalten! Ich glaube, oben konnte man runterrutschen. Heißt, ja, wir sind falsch gelatscht. Das war doch keine Abkürzung. Nicht durch die Tür. Warte mal. Ach! Verdammt! Vorspulen. Schnell. Schneller. Jetzt. Oh Gott, danke. Ihr Süßen. Komm ran. Ach du Scheiße. Ach, Ixen. Oh, ich hab doch... Warte, jetzt mache ich es nochmal. Süß, aber wir gehen hier lang. Wir gehen hier lang. Wir treffen uns beim Schiff. Ich beam mich dahin. Darf hier wieder durchlatschen, ey. Huhu. Jetzt wird's lustig da drinnen. Komm, die beamt sich jetzt gleich hier mit. Oh, doch nicht. Du hast es gefunden. Wow, wer ist das? Will er uns irgendwas damit sagen? Dass ich mich euch anschließe. Sia, Grease, das ist Marin. Sie ist doch eine Hexe, oder? Eine Schwester der Nacht. Deine Angst ist völlig unbegründet. Ohne sie hätte ich das Astrium nicht. Wir haben Malikos bekämpft. Ich traue ihr. Und wir trauen dir. Du musst dir das verdienen. Okay, na schön. Komm und setz dich. Aber wehe, sie stellt was an. Willkommen an Bord. Sie mögen dich.
Ich verstehe nicht, was du sagst. Oh. Oh, war ja zu süß. Wir speichern. Hm? Wir speichern. Ist unser Schwert rot, Mann. Ach ja. Definitiv ausruhen, weil es Spaß macht. Und dann reisen wir in der nächsten. Wir können ja schon mal gucken, was gibt's denn da noch für Bälle? Das waren noch die einzigsten Bälle. Warte mal. Irgendwo war da noch. Oh Gott. Manchmal benötigt das Auslassventil ein wenig Wartung, aber ansonsten macht es kaum Probleme. Kerl, begleitest du mich? Nee? Grease ist endlich mal draußen. Da ruhe ich mich gleich etwas aus. Ja, ihr beide habt zu viel Zeit miteinander verbracht. Jetzt ist es an Maren, seinen Charme zu genießen. Na, ob sie das schafft? Er ist abergläubisch genug, sie gewähren zu lassen. Naja, verhältnismäßig. Jetzt will ich auch Magie lernen. Ich bitte dich. Gut. Murmeln gucken wir uns in der nächsten Folge an. Oh, schön, mal gucken, was uns denn erwartet. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, ihr Lieben, und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.